ganz viele lustige Ideen. Und einen davon möchte ich euch heute erzählen, weil ich diese selber anwende. Hallo und herzlich willkommen YouTube zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute ist Freitag, das heißt, es geht ums Thema Finanzen bzw. ums Thema Sparen. Und heute habe ich was für euch, das ist relativ offen, der Bereich, bzw. für jeden eigentlich wichtig, dennoch für jeden unterschiedlich. Und zwar geht es heute um das Thema Sparen in Bezug auf Geld beiseite legen, ohne wirklich ein Verlustgefühl zu haben. Ich meine, Sparen ist immer so, dass man Geld, wenn es denn um Geld sparen geht, dass man Geld beiseite legt. Das heißt, dieses Geld hat man aktiv jetzt nicht zur Verfügung, sondern es liegt beiseite. Da gibt es eine Menge Sparmethoden. Da wird gesagt, okay, es gibt Sparmethoden, ey, monatlich, Anfang des Monats sparen, Ende des Monats sparen, sparen, was überbleibt. 5-Euro-Sparmethode, 10-Euro-Sparmethode. Da gibt es tausende Videos zu, beziehungsweise tausende Anreize. Aber was für mich am meisten Sinn macht, ist, dass man sich ein bisschen überlegt, in welcher Position stehe ich. Weil eine 5-Euro-Sparmethode hört sich gut an. Bei einer 5-Euro-Sparmethode, um das kurz zu erklären, geht es darum, dass man jedes Mal, wenn man einen 5-Euro-Schein an der Kasse zurückbekommt, legt man diesen 5-Euro-Schein beiseite, beziehungsweise ja, legt den beiseite und spart den dann dementsprechend. Wenn ich jetzt allerdings Schüler bin und im Monat 20 Euro Taschengeld kriege und meine Mama gibt mir einen 10er und zwei 5er, ja, dann sind schon mal 10 Euro weg, 2 mal 5 Euro. Und dann kaufe ich mir ein Eis, dann kriege ich 7 Euro zurück. Davon ist dann wahrscheinlich ein Fünfer dabei und den lege ich beiseite, habe ich für diesen Monat noch 2 Euro. Ja, herzlichen Glückwunsch. So funktioniert es natürlich nicht, man muss das immer auf sich projiziert gesehen anwenden. Und da gibt es ganz viele lustige Ideen. Und einen davon möchte ich euch heute erzählen, weil ich diese selber anwende. Ich bin zwar nicht mehr in der Position, dass ich Taschengeld von meinen Eltern bekomme oder so wenig Geld habe, dass ich keine 5 Euro beiseite legen könnte. 5 Euro Sparmethode mache ich auch so mäßig. Ja, was heißt so mäßig? Wenn ich einen 5er habe, stecke ich den hier rein. Mache ich jetzt seit 3, 4 Wochen. Keine Ahnung, wie viel drin ist. 30, 40 Euro. Nicht wirklich viel. Natürlich könnte ich jetzt ein Video machen, wo ich euch 420er in die Kamera halte oder 210er oder keine Ahnung, 30, 5er oder so und euch sage, ey Jungs, ich habe jetzt 500 gespart, ich habe 400 Euro bekommen, macht das auch. Es ist ja Bullshit. Je nachdem, wie viel ich spare, beziehungsweise je nachdem, wie viel Geld ich überhaupt ausgebe, danach richtet sich natürlich auch das, was ich spare, wenn ich diese Sparmethoden anwende. Das heißt, ich bin jetzt zum Beispiel einer, ich besitze kaum Bargeld. Das einzige Mal, wenn ich Bargeld habe, ist, wenn Leute mir Schulden wiedergeben. Oder anders komme ich gar nicht an Bargeld. Oder bei besonderen Anlässen, beispielsweise, ich bin auf einem Festival oder auf einem Konzert, brauche mal eben 50 Euro, ziehe ich mir von der Bank, dann habe ich ein bisschen Bargeld, davon gebe ich dann 30, 40 Euro aus. Ein bisschen was fliegt dann so rum. Und ich persönlich mache es so, und das mache ich auch erst seit 2 Monaten, glaube ich, dass ich das Geld einfach mir in so einen Pott packe. Das ist jetzt so ein Ding, das habe ich, glaube ich, mal mit 13 oder so bekommen. Ist auch leicht eingestaubt. Hier sehen wir, hier sind gerade 117 Euro und 1 Cent drin. Und es ist auf der einen Seite ganz cool, auf der anderen Seite muss es auch nicht sein, weil ich denke mir, nach wie viel Geld sieht das aus? Für mich sieht das persönlich nicht nach knapp 120 Euro aus. Und das Coole an dem Ding ist natürlich, du kannst ablesen, wie viel Geld da drin ist. Ich würde an eurer Stelle jetzt nicht loslaufen und mir für 5 Euro oder 10 Euro so ein Ding hier kaufen. Ich hatte das und deswegen habe ich es einfach genutzt, weil ich finde es interessant, das Geld beiseite zu legen und gar nicht zu wissen, wie viel man hat, weil dann fällt es einem leichter. Weil hier sind jetzt 107, wie viel waren die drin? 117 Euro drin. Und wenn ich mir jetzt überlege, oh ja, ich brauche Geld, nehme ich vielleicht das davon. Ich meine, das sind 100 Euro, über 100 Euro drin, kann ich mir ruhig 50 Euro rausnehmen. Aber wenn ich gar nicht wüsste, dass hier 117 drin sind, würde ich schätzen, vielleicht 40, 50 Euro. Und das würde mich dann schon etwas weiter davon abhalten, mir Geld daraus zu nehmen. Deswegen würde ich an eurer Stelle jetzt nicht losrennen und mir so ein Teil kaufen. Nehmt euch einfach irgendeine Dose, am besten eine, die ihr nicht verliert und keine Dose, die in den Müll geschmissen wird. Und packt das Geld einfach beiseite. Und das Coole daran ist, wenn man jetzt Schüler oder, ja doch, es geht eigentlich nur um Schüler, wenn man dann Schüler ist und vielleicht nicht so viel Geld zum Sparen hat, weil man auch jünger ist, von Taschengeld angewiesen ist oder nicht so viel verdient im Monat, kann man das natürlich komplett auf sich anpassen. Das heißt, ich kann sagen, okay, ich lege nur 1-Euro-Stücke zurück, ich lege nur 50-Cent-Stücke zurück, ich lege nur Kupfergeld zurück. Man kann sich da anpassen, wie man möchte. Ich packe hier, wie gesagt, jeden Euro rein. Ich habe sogar in der Tasche hier noch welches, mache ich da gleich mal rein.
Und dann legt man sich das Geld da einfach, schiebt man das hier einfach rein. Schubs. Und das Coole hier dran ist, finde ich persönlich, was mich davon auch abhält, mir hier mal Geld rauszunehmen. Wenn ich mir hier 10 Euro rausnehme, dann stimmt die Zahl ja nicht mehr, die hier drauf steht. Und ja, dementsprechend würde, also mich persönlich würde das aufregen, weil dann würde ich irgendwann damit zur Bank gehen und würde sehen, würde hier 400-500 € draufstehen und dann gucke ich, was ich da von der Bank wieder kriege. Und dann sind nochmal 50 Euro, weil ich mal alle 3 Wochen dann einen Fuffi rausgeholt habe. Ist natürlich Quatsch, also verfolgt da natürlich nicht den Sinn. Das ist wiederum der Vorteil daran, dass das Geld direkt angezeigt wird. Ja, wenn ihr euch das holen wollt, ich denke mal, das gibt es relativ günstig. Ich verlinke euch einfach mal das, was ich hier habe, in der Beschreibung. Ist am einfachsten, denke ich. Ja, würde ich auch bestellen. Sowas würde ich mir nicht im Laden unbedingt kaufen. Kommt drauf an. Je nachdem. Zum Thema Sparen nochmal. Kann natürlich sein, dass es sowas im Internet deutlich günstiger gibt als im Laden. Deswegen auch nochmal ein kleiner Tipp von mir. Wenn ihr euch irgendwas kauft, egal was es ist, ob es so ein Teil ist, ob es eine Sonnenbrille ist oder ein Buch, schaut mal im Internet und im Laden, beziehungsweise ja, erstmal auf jeden Fall im Internet, weil da sind die Sachen meistens deutlich, deutlich günstiger. Weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr in den Laden geht, dann habt ihr nur einen Typen, der euch was verkauft. Das heißt, ihr geht in den Laden, wollt einen Kugelschreiber kaufen. Nur dummes Beispiel, aber geht mal in den Laden, wollt einen Kugelschreiber kaufen. So, da ist jetzt dieser Laden, der weiß, oder die verkaufen einen Kugelschreiber und die wissen, okay, wir haben 3 Kugelschreiber zur Auswahl. Die kosten 3, 4 und 5 Euro. Das heißt, wenn jetzt jemand reinkommt, kann er zwar den für 3 Euro nehmen, dann denkt er, das ist der günstigste. Aber im Endeffekt machen wir trotzdem noch Fettgewinn. Wenn du aber jetzt ins Internet gehst, da ist dann nicht nur dieser eine Anbieter, nicht nur dieser eine Laden, sondern das sind hunderttausende Läden. Das heißt, die Konkurrenz spielt sich viel weiter runter. Das heißt, sie sagen nicht bei 3 Euro, okay, wir sind die günstigsten, weil dann kommt jemand anders und sagt, ey, wir verkaufen einfach für 2,50, dann sind wir die günstigsten. So, da bin ich wieder, wurde die Aufnahme gerade abgebrochen, weil mein Speicher voll war. Besten Dank dafür. Was ich euch im Grunde genommen sagen wollte, ist einfach, dass sich natürlich im Internet viel mehr Konkurrenten untereinander den Preis runterdrücken, weil jeder will der günstigste sein, jeder will logischerweise die meisten Verkäufe haben, beziehungsweise überhaupt Verkäufer haben. Und wenn man eine riesen Anzahl an Konkurrenz hat, ist es natürlich logisch, dass der Preis deutlich weiter gedrückt wird als im Laden, wo es kaum Konkurrenz gibt, außer den Laden nebenan. Aber ich denke, und ich denke, da sind wir alle einer Meinung, es ist einfacher im Browser von der und der Seite auf die und die Seite zu gehen, als im Laden, in dem und den Laden in einem anderen Laden zu gehen, also auszusteigen, würde ich sagen, von dem einen Laden in den anderen Laden zu gehen. Das ist eine Menge mehr Aufwand, als sich mal eben im Internet durchzuklicken. Und wir können ja mittlerweile sogar schon im Internet die Preise in den Läden vergleichen, weil im Internet logischerweise, zumindest in den meisten Fällen, die gleichen Preise zu sehen sind, die es im Laden gibt. Das heißt, ich kann natürlich im Internet gucken, wie teuer ist das bei Mediamarkt und dann kann ich gucken, wie teuer ist das auf Amazon, wie teuer ist das auf eBay, wie teuer ist das vielleicht sogar gebraucht, weil man dadurch natürlich auch eine Menge Geld spart. Und so kann man kann man die Preise selber vergleichen, kann so ein bisschen Geld sparen und das dann auch wieder beiseite packen, weil das ist halt Geld, was nicht schmerzt. Und das ist auch das Gute an dieser Sparmethode, es schmerzt nicht, weil das Geld aus dem Auge, aus dem Sinn. Und ich denke mal, bei 50 Cent oder bei 1 Euro, da werden wir nicht den nächsten Tag vorm Bäcker stehen und denken, scheiße, ich habe kein Geld mehr. Ich kann mir kein Brot leisten. Da sind wir in der glücklichen Position, dass uns 1, 2 € nicht wirklich wehtun. Und wie gesagt, ich mache das halt ein, zwei Monaten oder so. 120 € für 2 Monate hört sich wenig an, sind im Jahr aber auch über 600 €. Und also ich persönlich, ich weiß natürlich nicht, wie das bei anderen aussieht, aber ich persönlich kann damit meine Autoversicherung bezahlen. Ich kann theoretisch dann noch sogar ein bisschen Spritkosten bezahlen oder Autoversicherung und Steuern. Und das ist immer am Anfang des Jahres so ein Batzen, der auf einen zukommt. Ich zahle jetzt beispielsweise jährlich meine Autoversicherung und das ist immer so ein Batzen, der kommt immer auf einen zu. Und dann habe ich dieses Geld, bringe ich zur Bank, dann ist das abbezahlt, ohne dass es mir wehtut, weil ich übers Jahr immer ein bisschen spare. Ist natürlich als Schüler was anderes, da hat man nicht unbedingt ein Auto, aber auch da hat man größere Ausgaben und die kann man dann dafür nutzen. Ja, ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen. Die Box werde ich einfach mal in der Beschreibung verlinken, damit ihr wisst, was das für eine ist, beziehungsweise damit ihr euch die theoretisch bestellen könnt, falls ihr wollt. Falls nicht, dann nicht. Wie gesagt, ich würde das Geld eventuell einfach so beiseite legen, dann weiß man nicht, wie viel man hat und dann tut es noch weniger weh. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao Leute, euer Robin hat den Kanal.